Ah ja, da war ja was. Da kann ich freie Männerarmbänder abgeben. Yay. Braucht ihr ein Bett? Gordon führt den Gasthof und... Oh, tatsächlich. Endlich reagiert mal jemand auf meinen Aushang. Nun habt ihr... Na, das sehe ich doch gerne. Endlich merken diese Banditen mal, wie es ist, wenn Jagd auf einen gemacht wird. Hier ist euer Gold. Ihr habt es euch verdient. Bewahrt den Frieden. 18.000! Ich habe jetzt 37.000. Das ist heftig. So, Flammen sammeln. Ach so. So, Schloss und Schlüssel. Ich glaube, ich kann da nicht hinreißen. Nein. Gut, dann muss ich hier zur Feste gehen. Gut, dann steht halt quasi die nächste Reise an. Und da haben wir auch schon eine neue Quest. Kann ja echt lustig werden. Waren die Gegner da oben nicht ein bisschen mächtiger? Guten Tag, ihr kleinen Pestträger. Ach Gott, dich habe ich ja gar nicht. Lang genug schon genervt. Also an Goldmangel werde ich erstmal so schnell nicht sterben. An einiges andere Sachen wohl eher. Okay. Die Quest war etwas hier links, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Bin ich gut auf dem Weg. Neukohlen. Oh, eine Bandruhe. Mal schauen, ob ich die eben machen kann. Haha, ich hab's geschafft. So, gut. Fragen wir mal nach, was hier nicht stimmt. Vorher plündern wir nur eure Truhen. Hohoho. Das geht jetzt. Voll in Ordnung. Willkommen. Ich weiß, unser kleines Lager ist unscheinbar, aber es ist unser Zuhause. Oder wie würdet ihr einen Ort, an dem ihr geliebt werdet, sonst nennen? Ich bin Lord Krass, Erbe von Dolph Arne und zukünftiger Bürgermeister von Neukulln. Was ist Neukulln? Ah, gut, dass ihr fragt. Kulln war ein friedliches und blühendes Dorf. Aber heute sind nur noch Knochen und Asche übrig. Als sie unsere Häuser niederbrannten, weckten die Tuater unseren Überlebenswillen. Wir werden Kulln als Neukulln wieder aufbauen. Alles, was wir dazu brauchen, ist das nötige Gold. Wir könnten ja die Schätze von Kulln bergen. Helft ihr uns dabei? Könnte ich eigentlich machen. Ich werde euch helfen. Euer Großmut ist einzigartig. Hört mir zu. Wie alle großen Anführer habe ich nämlich einen Plan. Es geht dabei um die Schätze von Kulln. Die Bewohner dieses Dorfes waren keine einfachen Bauern, sondern Mitglieder der Oberschicht. Der Besitz, den sie angehäuft hatten, war einzigartig. Um ihre Besitztümer zu schützen und weil sich viele von ihnen auf der langen Reise als unhandlich erwiesen, haben sie sie versteckt. Ich möchte, dass ihr sie mir bringt. Wir müssen sie nämlich leider verkaufen. Lebt wohl! Oh, das kann ja echt lustig werden. So. Schätze von Kulln bergen.
Da frage ich mich noch, leben besagte Adlige noch? Hm, wir werden es wahrscheinlich irgendwann rausfinden. Die haben mich bemerkt. So. Das hast du davon. Also levelmäßig geht's, wie ich finde, jetzt fast schon schneller als früher. Ah, da haben wir dich ja. Ein Berg. Au. So. Da habe ich alles unter Kontrolle. Autsch. Ich nehme alles zurück. Okay. Doch nicht. Ich nehme das zurück, dass ich es zurückgenommen habe. Ich hab's unter Kontrolle. So, Bitterwölbe. Ah. So, schauen wir mal, was wir hier alles mitnehmen können für Wertgegenstände. Oi. Und aufpassen, die haben es echt gut geschützt. Okay, natürlich will ich jetzt mal schauen, ob dieser schöne neue Hammer, Fjarl, sehr lange und nur 97. Hm, nee. Das ist nicht mein neues Lieblingsteil. Hm. Also um mein neuen Lieblingshammer zu werden, hätte er schon mindestens über 100 Schaden machen müssen. Wie wär's mit dem neuen Hammer? Henkers Hammer. Oh nee. 79, das wird immer schlechter, ja. Nein, da mach ich nicht mit. Oh, Kobolde. Au. Hammer hoffentlich auch mal kurz und bin nicht geregelt. So, schauen wir mal hier. Mittel. Und? Muss ich in die andere Richtung? Ja, musste ich. Ah ja, hier war ja noch was, oder? Muss ich das... Ja, das Gemälde muss ich mitnehmen. Okay. Haben wir schon 2 von 5. Geht doch schnell. Zuckst du hier noch? Oh, hat leicht gebrannt. So. Dann holen wir uns mal den dritten. Oh, ich wusste, das ist ein Monster. Gut, dann ist er auch tot. Dann kann ich mich doch mal nach hinten warten. So. Verdammt, etwas zu nah an der Falle stehen geblieben. Okay. Gut, da fehlen noch 2 weitere. So, da.
Die Pfeilfalle sollte Papa deaktivieren. Stolperdraht auch. So, wann kommen die Kobolde wieder? So. Hm, anscheinend doch nicht so schnell. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Grande Finale. ...1700 EP auf einen Schlag. Das ist nice. Warte mal, war da nicht... Ne, da war nichts mehr. Dann schau mal hier in die Ecke. So, Jadeurne. Gut, dann müssen wir alles beisammen haben. Dann hauen wir mal wieder ab. Jetzt wollen wir alles haben. Naja, ich glaube zwar den... Ui, so normal Truhe. Ich traue den nicht so ganz, aber gut, wenn sie unbedingt... eine vom Kriegs verwüstete Stadt wieder aufbauen wollen? Kann man doch schlecht nein sagen. So. Und ach ja, was ich auch noch sagen wollte. Bald. Also ich weiß jetzt, wann ich den Part veröffentliche. Aber ich denke, er wird dann veröffentlicht, wenn entweder schon. Aber auch wieder ein Troll. Wenn Final Fantasy 15 endlich dann da ist, oder ich dann bald loslegen werde. Im Moment, ich freue mich ja riesig drauf. Warte mal, ich glaube am 21. haben wir heute. Datumstechnisch, schauen wir kurz. Ne, 20. Hä? Oh. So, bist du jetzt auch dran? Hab kein Problem mit dir. Nichts Persönliches. Nur Hass. Gut. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Final Fantasy, das will ich ja dann auch streamen. Da habe ich mir mein Setup schon ein bisschen rumprobiert. Ich habe ein paar Mal Rocket League gestreamt. Ach, mit Next habe ich mal was gestreamt. Ui. Also ich glaube, das Setup steht und... Es wird funktionieren. Ich glaube da echt fest dran. Das wird funktionieren und es wird auch Spaß machen. Bemerkenswert. Die Schätze von Kuln. Sie sind noch schöner, als ich sie in Erinnerung hatte. Das ist wirklich ein Erfolg. Ein Erfolg, der alles verändern wird. Das verspreche ich euch. Wo ist meine Belohnung? Die sollt ihr bekommen. Ihr habt etwas verdient, das dem großen Dienst angemessen ist, den ihr mir und den Flüchtlingen erwiesen habt. Ich habe auf meiner langen Reise nach Westen viele Werkzeuge und Waffen angesammelt. Ich wollte sie für den Bau von Neukullen benutzen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr sie haben. Zum Dank sollt ihr einen Gegenstand aus meinem privaten Besitz bekommen. Urlik wird euch natürlich begleiten. Sein Speer könnte sich unterwegs als nützlich erweisen. Lebt wohl. Ganz ehrlich, den traue ich nicht so ganz jetzt. Gerade die Betonung auf sein Speer immerhin. Aber okay. Wenn er mich töten will, töte ich ihn halt.
Und ich werde ihn zur Rede stellen. Vielleicht kann man auch nicht. Oh, es geht doch noch weiter. Okay. Vielleicht kann man auch irgendwas noch raushandeln. Okay. Im Moment habt ihr es auch mehr abgesehen, kann das sein? So, jetzt machen wir es eben so. Gut. Mit dem Ergebnis kann ich auch leben. Ach, Inventar ist schon voll. Ach, dämlich, dämlich. Hey, immerhin. Gut, du bist jetzt auch down. Will ich doch schwer hoffen. Ulfric. Ich gehe ja mit. Hey, was ist da ab? Aber da los? Vergleichen? Ach, der ist nur 79. Ich würde ihn aber trotzdem gerne mitnehmen. Bestimmt kann man ganz viel Geld für ihn verlangen. Auch nicht so ganz meins. Aber gut, Ulfric, ich gehe ja mit, ich gehe ja mit. Ja, du musst schon selbst wissen, wo du hinläufst. Ulfric meine ich natürlich, mein Fehler. Oh, da gibt es sogar neue Quests hier. Oh Gott, da kommen von hinten ein paar Spießgesellen. Tja, da wären wir. Fangen wir gleich an. Und mit Anfang meine ich, dass ich euch töten soll. Hier, fernab von den Augen der Flüchtlinge. Ihr ahnt es sicher schon. Es gibt keine Belohnung. Gab es nie. Gras ist vermutlich schon auf halbem Weg nach Rathir. Traut nie einem Adligen, mein Freund. Nicht mal einem Falschen. Ich habe zwar eigentlich gar keine Lust, jemanden zu töten, aber Befehl ist Befehl. Krass hat euch auch belogen. Ich schätze, ihr habt recht. Er hat mich nie gut behandelt, dieser Gauner. Wisst ihr was? Macht ihm ein bisschen Angst. Das hat dieser aufgeblasene Narr verdient. Ja. Außerdem, ihn noch gegen sich zu haben, wird bestimmt noch lustiger. Ach ja, und sterbt. Ist nicht mal mein Problem, dass ihr hier seid. Er kann froh sein, dass ich ihn mal leben gelassen habe. So, dann machen wir es mal eben so. Aua, das tut weh. Sind wir damit fertig. Ja. Ich weiß mein Inventarlimit. Ach. Fuck it. So. Dann schauen wir mal hier noch kurz hoch. Was ist hier bei euch los? Flüchtlingslager. Ich habe sicherlich nichts dagegen, wenn ich sie mal kurz plündere. So. Ich habe euch kommen sehen.
Ich hatte auf euren Besuch gehofft. Ich bin besorgt, wo doch so viele freie Männer durch die Hügel und Höhlen streifen. Sagt, Kind, habt ihr eine junge Frau in der Gegend gesehen? Sie ist recht hübsch, mit roten Haaren, einer Tätowierung wie der meinen auf der Wange. 3 Tage sind schon vergangen. Wo ist sie? Meine neu gefundene Liebe. Ich habe doch sonst niemanden. Alle, meine Frau, mein Sohn, meine Enkel, alle wurden bei den Angriffen getötet. Mir bleibt nur noch Lyra. Sie und einige Freunde wollten nach einem besseren Lagerplatz suchen. Die Sonne und die Hitze sind nicht zu ertragen. Doch sie sind nicht zurückgekehrt. Ich sorge mich. Würdet ihr einem alten Mann diesen Eingefallen erweisen? Helft ihr mir, sie zu finden? Ich finde Lyra. Danke euch. Ich bin nicht reich, nicht mehr. Doch was ich noch habe, gehört euch. Es bedeutet ohne meine Liebe nichts. Lyra wollte bei Oriators Gruft nach einem besseren Lager suchen, als es diese öde Klippe bietet. Ich würde auf dem Friedhof auf dem Hügel suchen, wo all die alten Kriegshelden begraben liegen. Lebt wohl. Okay. Viel Glück. Ah ja, hier Quests, Schätze von Kohlen, Lord Gras finden. Wo ist denn der eigentlich? So, Flüchtlinge finden. So, machen wir mal so mit der Maus. Ja, Lord Gras haben wir hier. Okay. Machen wir das mal. Stimmt, da passt ja der Weg. Da muss ich ja hier nur mal hier um die Ecke. Und da oben hin und dann müsste ich eigentlich auf dem richtigen Weg sein. Kann ich eigentlich irgendwo verkaufen? Ah. Dann müsste ich wahrscheinlich hier nach Aiden zurück. Ah. Zum Glück kann ich mich zwischen Flüchtlingslager und Aiden schön hin und her teleportieren. Ach ja, genau, hier. Da wollte ich hin. Ist wahrscheinlich gerade Nacht, oder? Seid ihr auf der Suche nach Tränken? Nein, nur nach jemandem, den ich mein Zeug verkaufen kann. Dann tue ich hier mal was abgeben. Muss mir doch mal von ein paar Sachen hier drin. Das tue ich auf jeden Fall hier raus. 48 habe ich hier noch. So, Also gut. Hups. Nicht Quest, ich wollte mal Rüstung schauen. Der hat immerhin plus 1 Lebensregeneration. Ah, die sind auch cool. Gut, dann kann ich ja quasi gleich wieder raus. Wo ist die Tür? Ach, da ist die Tür. Und wieder zurückporten.